Hi, mein Name ist Steffi, im Internet heiße ich jedoch Mira Snöflinger und vielleicht habt ihr ja schon das Video zum Thema Kurkuma von mir gesehen. Falls nicht, verlinke ich euch das einfach hier und in der Infobox, denn dieses Video baut quasi auf das Kurkuma-Video auf, aber darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Wie ihr im Titel lesen konntet, geht es hier um das Thema Gerstengras und lange Haare und nein, es ist kein Clickbait, wie ich euch auch später anhand von Vorher-Nachher-Fotos zeigen werde, aber ich fange jetzt erstmal von vorne an. Seit 3 Jahren nehme ich täglich Kurkuma zu mir und ich habe somit meine Darmerkrankung Colitis ulcerosa beschwerdefrei bekommen. Im Juli 2018 habe ich dann begonnen, darüber auf Instagram zu berichten. Daraus ist dann wiederum die Aktion Hashtag Kurkuma mit Mira entstanden und da machen mittlerweile unglaublich viele Menschen mit, die auch total tolle Erfolge im Hinblick auf ihre Gesundheit erzielen konnten. Und durch eine liebe Zuschauerin wiederum bin ich dann auf das Thema Gerstengras aufmerksam gemacht worden, denn sie berichtete mir, dass sie durch Gerstengras ihren HB-Wert bzw. ihren Eisenwert sehr gut aufbessern konnte. Und da ich seit Jahren immer noch täglich ein Eisenpräparat zu mir genommen habe, dachte ich mir, okay, bei Kurkuma hatte ich so gute Erfolge, also gebe ich auch dem Gerstengras mal eine Chance. Ich habe mich dann natürlich auch ein bisschen eingelesen und im Prinzip ist Gerstengras einfach nur das junge Gras der Gerste und dieses junge Gras ist besonders reich an Nährstoffen. Kurzum, bei meiner nächsten Kurkuma-Bestellung habe ich das Gerstengras direkt mitbestellt und seit Anfang September 2018 nehme ich das Ganze jetzt täglich schon zu mir. Nach ungefähr 2 bis 3 Wochen habe ich dann einfach mal den Versuch gewagt und meine Eisenpräparate weggelassen. Und normalerweise war es immer so, dass ich sehr müde und schlapp geworden bin und diesmal war das überhaupt nicht der Fall. Seitdem habe ich es übrigens auch nie wieder genommen. Was mir nach dieser Zeit zusätzlich aufgefallen ist, und damit habe ich mich vorher überhaupt nicht beschäftigt, mein Haaransatz fühlte sich irgendwie anders an und dadurch, dass ich eben eine hellblond gefärbte Blondine bin und mir auch seit Jahren die Haare selber färbe, kam mir irgendwas komisch vor beim Ansatz. Also er ist irgendwie verdächtig schnell rausgewachsen. Normalerweise war es immer so, dass ich nach 2 Monaten mir den Ansatz mal nachgefärbt habe, weil meine Haare eigentlich sehr, sehr dünn und sehr langsam wachsend sind, auch unten sehr schnell abbrechen und deswegen konnte ich mir da immer viel Zeit lassen. Und diesmal war es irgendwie nach 2 bis 3 Wochen so, dass ich sagte, okay, eigentlich könnte ich jetzt schon wieder nachfärben. So richtig sicher war ich mir aber nicht und deswegen habe ich gedacht, okay, ich färbe mir jetzt einfach nochmal den Ansatz, um das Ganze jetzt nochmal genau zu beobachten. Also habe ich mir kurzerhand am 27.09.2018 den Haaransatz neu nachgefärbt und habe das Ganze dann auch dokumentiert. Guten Morgen und willkommen zu diesem neuen Video. Heute startet mein Gerstengras-Experiment nochmal von neuem. Wir haben Donnerstag, den 27. September. Jetzt geht's los, erstmal mit dem Ansatzfärben. Ja, und mir war nach 2 Tagen tatsächlich dann schon klar, hier stimmt etwas nicht. Das geht jetzt schneller als sonst. Denn ich hatte nach 2 Tagen, nachdem ich mir den Haaransatz gefärbt hatte, also am 29.09.2018, schon erste kleine dunkle Haaransätze, die wieder hervorlugten. Was auch sehr toll war zu beobachten, ich habe am gesamten Kopf so Babyhaare bekommen und ich sah auch zwischendurch echt strubbelig aus, weil die mir in alle Richtungen abgestanden sind. Und sogar meine Geheimratsecken sind langsam zugewachsen. Da muss ich aber sagen, das habe ich erstmal gar nicht so mitbekommen. Und es ist mir dann erst aufgefallen, als die Haare wirklich schon da waren. Deswegen kann ich euch leider hier kein Vorher-Nachher-Bild zeigen. Aber ihr seht hier zum Beispiel ganz gut, dass da ganz viele kurze Haare gewachsen sind. Was mir auch aufgefallen ist, mein Haaransatz ist um ein paar Millimeter weiter nach unten gerutscht. Ich zeige euch hier nochmal das anfängliche Foto der Dokumentation und hier eines, wo ihr das ganz gut, glaube ich, vergleichen könnt. Achtet mal auf die Mitte des Haaransatzes. Nicht erschrecken, ich komme jetzt mal ein bisschen näher. Das hier ist mein aktueller Haaransatz und ihr seht auch hier diese ganzen kleinen Babyhaare, die sich hier vorne gebildet haben. Also wenn das so weitergeht, habe ich hier auch bald ein Pony. Was ihr fairerweise auch wissen solltet, ich habe mir Mitte November einmal die Spitzen um k 2 cm geschnitten und ich habe mir, weil ich diesen harten Ansatz einfach nicht mehr sehen konnte, die Haare etwas dunkler getönt. Weil das immer sehr, sehr viele Fragen. Die Haare wachsen leider nicht nur auf dem Kopf besser, sondern auch die Wimpern sind voller geworden, die Augenbrauen wuchern deutlich schneller, die Nägel
die sprießen wie verrückt und ja, leider auch die Körperbehaarung. Also mich persönlich stört das nicht, aber für alle, die damit ein Problem hätten, ihr habt es jetzt zumindest schon mal gehört und könnt euch überlegen, ob ihr das Ganze machen wollt oder nicht. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, meine Haare werden natürlich auch von alleine gewachsen, aber ich kenne meine Haare selbst am besten. Also so schnell wären sie nicht gewachsen und definitiv auch nicht in dem Ausmaß, dass neue Haare dazugekommen wären. Ich weiß, dass viele sehr, sehr kritisch sind, wenn es um solche Haarwachsthemen geht, auch berechtigterweise. Ich hätte ganz ehrlich auch nicht gedacht, dass ich mich mal hier hinsetzen werde und so ein Video mache, aber ich mache es, weil ich wirklich überzeugt davon bin und weil ich mittlerweile auch genügend Beispiele habe. Ihr findet ganz, ganz viele Berichte auf meinem Instagram-Account in den Story-Highlights unter dem Ordner Haare. Ein Beispiel aus der Community möchte ich euch aber auch gerne hier in diesem Video zeigen. Und zwar geht es da um eine junge Frau, die an einem kreisrunden Haarausfall leidet. Sie hat mir geschrieben, dass sie schon länger bei Kurkuma mit Mira mitgemacht hat und nun eben auch mit Gerstengras angefangen hat. Und was das Ganze bei ihr bewirkt hat, seht ihr hier. Zu guter Letzt zeige ich euch jetzt natürlich noch, wie das Ganze funktioniert, wie ihr das Gerstengras zubereiten und einnehmen könnt. Und ja, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Grundlage dafür ist aber ein gutes, qualitativ hochwertiges und am besten reines Gerstengraspulver. Ich verlinke euch gerne in der Infobox, wo ich mein Gerstengras bestelle. Für Variante 1 braucht ihr einfach ein Glas Wasser oder einen Saft eurer Wahl und einen Teelöffel. Ich nehme aktuell 2 Teelöffel Gerstengras täglich zu mir, aber Vorsicht, zu Beginn solltet ihr deutlich weniger nehmen, denn das Gerstengras kann zunächst etwas blähend wirken. Also lieber mit einem halben Teelöffel starten und dann langsam herantasten und steigern. Übrigens schmeckt Gerstengras meiner Meinung nach wie frisches Gras oder Heu riecht. In Variante 2, und das ist die Variante, die ich euch empfehlen würde, nehmt ihr das Gerstengras am besten direkt zusammen mit dem Kurkuma ein. Wie gesagt, zum Thema Kurkuma gibt es bereits ein ausführliches Video auf meinem Kanal, schaut da gerne mal vorbei. Die meisten, die auch bei Gerstengras mit Mira mitmachen, nehmen es gemeinsam mit dem Kurkuma ein. Und ich bin auch überzeugt davon, dass beides zusammen die beste Wirkung erzielt. Das Kurkuma wirkt nämlich entzündungshemmend und das Gerstengras wiederum liefert viele Nährstoffe. Und Haargesundheit und Haarausfall ist ja ein sehr komplexes Thema mit sehr vielseitigen Ursachen. Also für Variante 2 benutze ich einfach Orangensaft, ihr könnt aber auch einen anderen Saft eurer Wahl benutzen. Dann mische ich 2 Teelöffel Kurkuma und 2 Teelöffel Gerstengras hinein. Variante 3 ist die Variante für all diejenigen unter euch, die Probleme haben, pulverige Konsistenzen zu trinken oder die den Geschmack einfach nicht mögen. Ihr könnt euch aus dem Gerstengras genau wie bei dem Kurkuma einfach selbst Kapseln herstellen. Ich verwende dafür einfach sogenannte Leerkapseln. Das sind Kapseln, die ineinander gesteckt sind und diese kann man einfach öffnen und verschließen. Je nachdem, wie viele Kapseln ihr herstellen möchtet, gebt ihr einfach die gewünschte Menge Gerstengraspulver auf einen Teller oder eine Schüssel, öffnet eine Kapsel und zieht diese mit beiden Seiten durch das Pulver. Dann habt ihr 2 gefüllte Kapselhälften, die ihr einfach nur noch ineinander stecken müsst. Das Gerstengras färbt zum Glück nicht so ab wie das Kurkuma, deswegen braucht ihr hier nicht unbedingt Handschuhe. Für den Anfang würde ich mit 2 bis 3 Kapseln täglich anfangen und langsam auf ca. 5 bis 7 Kapseln steigern. Aber dann müsst ihr einfach auf euren Körper hören, je nachdem, wie er die Menge verträgt. Ja, und das war's jetzt auch schon mit dem Video. Schaut gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Wie gesagt, dort findet ihr in den Story-Highlights ganz, ganz viele Erfahrungsberichte zum Thema Kurkuma, zum Thema Gerstengras. Auch Hagebutte ist mit dabei. Und da sind wirklich sehr, sehr tolle Erfolgsgeschichten dabei. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Durchstöbern, beim Ausprobieren. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mal berichtet, ob es bei euch auch so gut geklappt hat. Bis zum nächsten Video. Tschüss!